Zum Hintergrund von Avraham Barkay, das Wirtschaftssystem des Nationalsozialismus. Was trieb die nationalsozialistische Wirtschaft an? Nach welchen Ideen gestaltete Hitler die deutsche Wirtschaft? Diese und weitere Fragen stellten sich Historiker schon recht früh nach dem Zweiten Weltkrieg. Nachdem Historiker zunehmend auf private Dokumente Zugriff erhalten hatten, zeigte sich, dass die ersten Ansätze zur Erklärung der nationalsozialistischen Wirtschaftsausrichtung gänzlich falsch waren. Über das Werk. Die Dissertation von Avraham Barkay, einem deutschstämmigen israelischen Historiker und Kommunisten aus dem Jahre 1977, untersucht die wirtschaftliche Ausrichtung der Nazis. Schon vor Barkay merken Historiker, dass die ersten Ansätze zur Erklärung nicht stimmen können. Barkay stellt mit den neuesten zugänglichen Dokumenten seiner Zeit eine ganz neue Hypothese auf, die ein ganz anderes Licht auf die Nationalsozialisten wirft und auch heute noch in Kreisen der Historiker als gültig akzeptiert wird. Darüber hinaus gleicht er auch seine Hypothese mit den wirtschaftlichen Entscheidungen der Nationalsozialisten ab und findet sich bestätigt. Ebenso untersucht er, inwiefern die Nationalsozialisten Vorarbeiten bei deutschen Philosophen und Ökonomen fanden. Über den Beitrag. In diesem Beitrag werden die Stellen aus Barkays Dissertation wiedergegeben, die sich mit den Ursprüngen und Ausprägungen der nationalsozialistischen Wirtschaftsideologie befassen. Das Wirtschaftssystem des Nationalsozialismus. Der historische und ideologische Hintergrund 1933 bis 1936 von Avraham Barkay. Die Kriegswirtschaftshypothese. Zu Beginn seiner Dissertation bespricht Avraham Barkay zwei Ansätze zur Erklärung der Ausrichtung der nationalsozialistischen Wirtschaft. Eine damals gängige Hypothese war die Kriegswirtschaftshypothese. Dieser zufolge war der Krieg das große Ziel der Nationalsozialisten. Sie sollen entsprechend von Anfang an eine Kriegsmaschinerie errichtet haben, der sich alle wirtschaftlichen Entscheidungen unterordnen mussten. Für diese Hypothese sprechen die militärischen Erfolge Deutschlands, die ohne eine Ausrichtung auf den Krieg während des Friedens nicht möglich gewesen wären, sowie dass sich viele Entscheidungen, besonders ab 1936, tatsächlich in diese Richtung deuten lassen. Dagegen spricht, dass sich die deutsche Wirtschaft erst gegen Ende 1934 auf eine Kriegswirtschaft hinzubewegt. Allerdings erlebte die deutsche Wirtschaft bereits vor Ende 1934 einen deutlichen konjunkturellen Aufschwung, so dass dieser sich nicht durch eine Kriegswirtschaft erklären lässt. Barkay erklärt die Ausrichtung auf eine Kriegswirtschaft besonders ab 1936 damit, dass zu diesem Zeitpunkt Vollbeschäftigung erreicht wurde und nun Hitler eindeutige Prioritäten in der Wirtschaft setzen musste. Wirtschaftsideologische Pläne, die für eine Zeit nach einem Krieg angedacht waren, wurden konsequenterweise aufgeschoben und dem Krieg wurde Vorrang gegeben. Das Primat der Wirtschaft. Eine zweite, oft in der Sowjetunion und der DDR verbreitete Hypothese ist die des Primats der Wirtschaft. Dieser Hypothese zufolge richtete sich Hitler überwiegend nach den Anweisungen und Empfehlungen aus der Wirtschaft. Die Unternehmer sollen sich mit Hitler und einem Krieg eine Gewinnsteigerung durch die Besetzung und Ausbeutung anderer Länder erhofft haben. Dafür spricht, dass Hitler das Privateigentum an den Produktionsmitteln anders als andere Sozialisten nicht vergesellschaftete, dass Aktienunternehmen bis 1934 auch Kursgewinne verzeichnen konnten, sowie dass viele Großindustrielle sich hinter Hitler stellten und in sein System eingebunden wurden. Dagegen spricht, dass sich die allermeisten Unternehmer erst nach den Wahlen von 1932 hinter Hitler stellten, als die NSDAP als Wahlsieger hervorging und ein sehr aggressives Auftreten pflegte, sowie dass die Rhetorik und die Gesetzgebung eindeutig antiliberale und antimarktwirtschaftliche Handschriften hatten. Vor allem aber fehlt es völlig an eindeutigen Beweisen für einen tatsächlichen Einfluss der Industrie- und Finanzbranche auf die Entscheidungen Hitlers. Es gibt weder schriftliche noch mündliche Aussagen der NS-Führung, die darauf schließen lassen, dass sich die NSDAP von der Kriegsrhetorik einiger führender Ökonomen beeinflussen lassen hat, noch dass sie davon überhaupt Kenntnis hatte. Die Rolle von Gottfried Feder. Für Barkay und weitere Historiker sind beide Thesen nicht überzeugend. Die Argumente dagegen überwiegen bzw. die Argumente dafür sind gar nicht erst schlüssig. Barkay möchte mit seiner Dissertation zeigen, dass die wirtschaftlichen Entscheidungen im nationalsozialistischen Deutschland tatsächlich einer eindeutigen Wirtschaftsideologie folgten, welche sich in die gesamte Ideologie des Nationalsozialisten problemlos einfügt und sich bereits vor der Machtergreifung Hitlers bildete. In der Rezeption werden oft Gottfried Feder und Georg Strasser als wesentliche Wirtschaftsideologen der Nazis genannt. Gottfried Feder war der führende Ökonom der NSDAP in den 1920er Jahren. Seine Hauptforderung, die Brechung der Zinsknechtschaft, vertritt er seit 1918 öffentlich, 1919 erfolgte der Eintritt in die NSDAP. 1920 war er maßgeblich an der Formulierung der 10 wirtschaftlichen Forderungen des 25-Punkte-Programms der NSDAP beteiligt. Hitler achtete Feder allerdings nicht aufgrund seiner wissenschaftlichen Leistungen,
sondern weil sich Feders Unterscheidung zwischen einem schaffenden Industriekapital und einem raffenden Finanzkapital in die antikapitalistische Ausrichtung der NSDAP einfügen ließ. Mit zunehmender Stärke der NSDAP verlor Feder Einfluss. Nach der Machtergreifung spielten Feder und seine Wirtschaftspunkte aus dem 25-Punkte-Plan keine Rolle mehr. Das Lebensraumkonzept. Den Auf- und Abstieg Feders erklärt Bakay auch damit, dass die NSDAP bis 1930 noch in einer Findungsphase war und sich vor allem populistisch auf Stimmenfang befand. Erst 1932 begann die NSDAP, sich regierungsfähig darzustellen. Bakay verweist allerdings auf Aussagen Hitlers, die er in verschiedenen Dokumenten, so auch in seinem Buch Mein Kampf aus dem Jahre 1925 traf, welche tatsächlich nach 1933 umgesetzt wurden. Diese Aussagen zeigen den Kern der Wirtschaftsideologie Hitlers und enthalten drei Komponenten: Lebensraumkonzept, Primat der Politik und Recht auf Arbeit. Mit dem Lebensraumkonzept bezeichnet Hitler die Idee, dass sich das deutsche Volk durch das Land, das es bevölkert bzw. kontrolliert, selbst ernähren bzw. erhalten können muss. Entsprechend war auch eine Abkehr von der Weltwirtschaft mit den Begriffen. In diesem Zusammenhang zeigt Hitler bereits in Mein Kampf die Bevorzugung der Landwirtschaft gegenüber der Industrie und dem Handel sowie einen ausgeprägten Antikapitalismus. Das Lebensraumkonzept verlangte auch eine räumliche Expansion, das heißt kriegerische Eroberungen. Es fügt sich auch in die Rassenideologie und Blut- und Bodenideologie der Nationalsozialisten ein. Das Lebensraumkonzept durchzog etliche Äußerungen von Hitler und wurde nach 1933 auch umgesetzt, siehe Beitrag 13. Primat der Politik. Die zweite Komponente von Hitlers Wirtschaftsideologie war das Primat der Politik. Schon früh betrachtete Hitler die Wirtschaft nur als ein sekundäres. Die Wirtschaft gehörte der Politik bedingungslos unterstellt. Die Existenz der Wirtschaft begründete sich für Hitler ausschließlich darin, dass er die Ziele der politischen Führung bzw. des Volkes zu erfüllen hatte. Er sah die Wirtschaftspolitik des Staates somit lediglich als Funktion zur Selbstbehauptung und Erhaltung des Volkskörpers und die Wirtschaft als seine Dienerin. Ohne einen starken Staat war aus Sicht Hitlers auch keine Wirtschaft möglich. Entsprechend ignorant war er gegenüber den Marktmechanismen. Er glaubte, dass Sachverständige und Fachmänner die Wirtschaft schon lenken können. Sowohl Hitlers Lebensraumkonzept als auch sein Antisemitismus sowie sein militanter Antiliberalismus und Antikapitalismus waren mit seiner Vorstellung von Wirtschaft und Politik verbunden. Ebenso die Trennung des Individuums von der Wirtschaft hin zu einer kollektivierten Vorstellung der Wirtschaftstätigkeit war fest im Denken Hitlers verankert. Die Äußerungen zur Wirtschaft waren allerdings bei Hitler sehr selten. Bakay findet sie vor allem in unveröffentlichten und privaten Schriftstücken. Hitler verhängte sogar ein Schweigegebot in Wirtschaftsfragen für sich, die NSDAP und Beraterkreise, um Industrielle nicht abzuschrecken. Recht auf Arbeit. Die ersten beiden Komponenten kündigten sich schon in Hitlers Mein Kampf an. Auch im Entwurf Wirtschaftspolitische Grundanschauungen und Ziele der NSDAP vom März 1931 finden sich diese beiden Komponenten wieder. Der Entwurf ist ein Schlüsseldokument für die Wirtschaftspolitik der Nationalsozialisten. Für Bakay beweist es, dass die NSDAP eine vorkonzipierte Wirtschaftsauffassung hatte, die schon bestand, bevor sie in Reichweite der Macht war, was die Kriegswirtschaftshypothese und die Hypothese vom Primat der Wirtschaft widerlegt. Die dritte und letzte Komponente in Hitlers Wirtschaftsverständnis war das Recht auf Arbeit. Dieses kam erst 1930 hinzu, als sich die Massenarbeitslosigkeit begann abzuzeichnen. Es war aber im Grunde nichts anderes als das Ziel, Vollbeschäftigung zu erreichen, was später dann mit Hilfe von Schuldenfinanzierung 3 Jahre nach Regierungsübernahme erreicht wurde, siehe Beitrag 13. Bakay verweist auch darauf, dass die drei Komponenten der zeitgenössischen Staatsideologie und Wirtschaftsauffassung der Jungkonservativen entsprechen. Dies unterstreicht auch nochmal Hoppes Einordnung der Nationalsozialisten als konservative Sozialisten, siehe Beitrag 11. Strassers Sofortprogramm. Für die Wirtschaftspolitik der ersten Jahre der Nationalsozialisten ist besonders das Sofortprogramm von 1932 von Bedeutung, welches Georg Strasser zugeschrieben wird. In einer Rede im Reichstag am 10. Mai 1932 stellte Strasser dies vor. Es war ein sehr detailliertes Programm zur Arbeitsbeschaffung mittels öffentlicher Aufträge, welches durch produktive Kreditschöpfung im Sinne des Keynesianismus zu finanzieren ist. Diese wurde größtenteils exakt so umgesetzt, wie im Programm verfasst. Auch weitere wirtschaftspolitische Maßnahmen, die später durchgeführt wurden, finden sich in diesem Programm, wie zum Beispiel die Forderung, den Bedarf des deutschen Volkes durch Eigenerzeugung zu decken. Für Bakay steht fest, dass dieses Programm für die Wirtschaftspolitik nach der Machtergreifung richtungsweisend war. Dennoch ist es als Bestandteil der offiziellen NSDAP-Politik vor der Machtergreifung sehr kurzlebig.
Im Juli 1932 druckte Hitler das Programm 100.000-fach für den Wahlkampf für die Reichstagswahlen im selben Monat. Doch schon im September, 2 Monate vor der nächsten Reichstagswahl, ließ er es wieder einstampfen. Der Umschwung ist unter anderem damit zu erklären, dass Wirtschaftsverbände und die damals führenden Ökonomen viele wirtschaftliche Forderungen der NSDAP kritisierten, die NSDAP sich aber ihre Unterstützung sichern wollte. Ursprünge der ökonomischen Theorie. Die Nationalsozialisten berufen sich mit ihren Ideen auf verschiedene deutsche Ökonomen und Philosophen. Bakay stellt fest, dass diese Ideen sich glaubhaft in das System des Nationalsozialismus einfügen lassen. Zunächst hebt er jedoch hervor, dass der deutsche Liberalismus seit jeher kurzlebig und blutleer war, was nicht zuletzt an Personen wie Otto von Bismarck lag. Der Einfluss war nie sehr groß, sodass der deutsche Kapitalismus selbst in seinen besten Zeiten ein beträchtliches Maß von Staats- und Verbandskontrollen dulden musste. Von freier Marktwirtschaft konnte nie die Rede sein. Die Nazis bedienten sich überwiegend bei konservativen Sozialisten, welche in Deutschland am dominantesten waren. Erste Ansätze lassen sich hier bei Johann Gottlieb Fichte finden, der zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Idee einer autarken Gesellschaft und eines Rechts auf Arbeit vertrat. Auch Adam Heinrich Müller und Friedrich List gehören zu den ersten Philosophen und Ökonomen. Sie waren vor allem starke Kritiker von Adam Smith. Zu den jüngeren Denkern, auf die sich die Nazis berufen, gehören die Vertreter der historischen Schule. Sie setzten sich für staatliche Sozialpolitik und eine Reihe von staatlichen Wirtschaftseingriffen ein. Adolf Wagner, der als wichtiger Vertreter des Staatssozialismus gilt, und Georg Friedrich Knapp, der für seine staatliche Theorie des Geldes bekannt ist, sind hervorzuheben. Zusammenfassung: In der Dissertation von Avraham Bakay aus dem Jahre 1977 wird sich mit der Frage beschäftigt, wie die konkrete Wirtschaftsideologie der Nationalsozialisten aussah. Schon vor Bakay stellten eine Reihe von Historikern fest, dass die ersten Ansätze zur Erklärung der wirtschaftlichen Ideologie des Dritten Reiches falsch waren. Sowohl die Kriegswirtschaftshypothese, dass Hitler von Anfang an und ausschließlich einen Krieg wollte, als auch die Hypothese des Primats der Wirtschaft, dass Hitler den Interessen der Wirtschaft diente, sind nicht haltbar. Weder hatte Hitler nur einen totalen Krieg im Blick, noch war er ein Verbündeter oder Diener der Unternehmer. Ganz im Gegenteil. Bakay zeigt auf, dass Hitler eine konkrete Wirtschaftsideologie besaß, die sich aus 3 Bestandteilen zusammensetzte. Dem Lebensraumkonzept, demzufolge das deutsche Volk sich selbst ernähren können muss, das Primat der Politik, demzufolge jegliche Wirtschaft sich den Zielen der Politik fügen muss, und dem Recht auf Arbeit. Gerade das Primat der Politik zeigt Hitlers Antikapitalismus und dass er nicht Freund, sondern Feind des Kapitalismus und der Unternehmer war. Zudem knüpfen Hitler und die NSDAP an die Ideen der Philosophen und Ökonomen an, die eine Idee des Staatssozialismus vertraten. Insbesondere bei der historischen Schule finden sich viele Konzepte, die auch von den Nazis vertreten wurden, wieder.